Hallo Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Part von Pokémon Smaragd Edition. Im letzten Part haben wir einem Jungen namens Heiko geholfen, ein Pokémon zu fangen. Und nun haben wir die TM09 erhalten, was meiner Meinung nach, glaube ich, Kugelsaat ist, oder? Ja, Kugelsaat. Eine sehr schwache Pflanzenattacke. Und außerdem sind wir in den Blütenburgwald gegangen und da war so ein ganz komischer Trottel, der sich ganz geil gefunden hat. Naja, wer auch immer das war. So, dann haben wir hier noch einen Pokéball und dann noch einen. Aber das ist wahrscheinlich etwas anderes. Ein Trank. Kann ja mal kurz in diesen Löchern gucken, da ist nix. Da auch, doch, da ist ein Supertrank. Ein Supertrank direkt. Da ist nix. Und das ist auch nichts, okay. Dann interessiert mich dieses Pfiffchen nicht. Und ich habe auch mal nachgeguckt, auf Level 16 entwickelt er sich. Und er lernt dann auch direkt eine Kampfattacke. Das ist sehr gut. So, dann möchte ich mich jetzt von einem hier die Shigi-Kanne holen. Irgendwer von euch gibt mir doch die Shigi... Oder die Weimar-Kanne, besser gesagt. Shigi... Ja, genau. Shigi-Kanne ist in Gold, Silber, Kristall, Herz, Gold, Seelensilber. Hier ist es die Weimar-Kanne. Gut. So, und dann sind wir auf Route 104 angekommen. Wo die nächsten Kämpfe warten. Gegen diesen... Ja, gegen diesen Schnösel. Der aber wahrscheinlich auch nichts kann. Wenn man schon dieses Pokémon sieht. Ah ja. Der hat einen Trank eingesetzt. Nett. So, und ich muss jetzt mal eine andere Attacke einsetzen. Ja, gegen den kann ich sowieso Blut vergessen. So. Da kommen wir noch nicht hin. Brauchen wir Zerschneider. Wir gehen hier lang und sehen unseren ersten Doppelkampf. Ja. Damit wird Zickzacks auch ein paar Erfahrungspunkte kriegen. So, Kratzer auf Loturzel und Tackle. Nochmal. Gut, werden die beiden auch besiegt. Und dann dürfen wir noch gegen diesen Angler kämpfen. Dann sind wir auch schon, glaube ich, fast am Ziel. Oder wenn du... Maronbeere, okay. Dann haben wir noch Jagobeeren und Amarena-Beeren. Oh nein. Der Carpador-Spaß geht in die nächste Runde. Oh, und wenn wir erst nur Level 15. Sieht nicht ganz so gut aus. Gut, natürlich ist... Haben Gesteins-Pokémon eine sehr schwache, spezielle Defensive. Von daher könnten wir auch auf Blut zurückgreifen. Das ist zwar nicht sehr effektiv, aber... Wird mehr bringen als Kratzer. So, Metaross City. So, gibst du mir irgendwas? Nö. Jetzt muss ich mich auch noch jede Etage hier auskundschaften. Primelbeere. Interessant. Ich glaube, das nächste Mal überprüfe ich hier alles, ob es was gibt. Hier aber sieht mir auch nicht genau aus. Gut, nur für eine Beere. Klasse. So. So, erstmal ins Pokémon Center rein. Gut. Aber Moment, vielleicht muss ich ja noch gar nicht zur Arena. Vielleicht kann ich ja erstmal woanders hin. Trainerschule, okay. Vielleicht gibt es hier auch noch mal ein paar Trainer. Sieht mir aber nicht gerne aus. Ist hier echt niemand, der kämpfen will? Ja, früher war das manchmal so, dass es welche gibt, aber nö. Auch dieser Stalker war schon wieder, keine Ahnung, was der will.
alle haben sie hier nichts. Sind nicht in Schenkerlaune. Auch nicht. Gut. Ich auch nicht. Das ist die Arena. Hä? Warte mal. Ach, der will tauschen. Nö. Aber ich glaube, Samurzel kann man hier nicht fangen. Zumindest ist mir nicht bekannt. So, das ist die wohnen. Das sieht mir danach aus, als muss ich die machen. Gut, ich würde sagen, ich werde ihm hier... Oh, weil ich mache das schnell. Ja, gut, wenn hier so die Kader sind, dann müsste das eigentlich schnell gehen. So, ich hoffe, das macht euch jetzt eben nicht, wenn ich so schnell im schönen Zeitraffer das trainiere. Ja, Abra ist ein schweres Pokémon zu fangen. So. Flurmel. Komm. So, 16. Schnabel. Ja, wir werden jetzt nämlich auch noch eine Flugattacke lernen, die auch für den Anfang gut ist. Und sehen die Entwicklung von Flamly. Die wir unbedingt brauchen werden. Ansonsten haben wir in der Arena verschenkt. Sonst werden wir umgewalzt. Aber so haben wir zumindest eine Chance. Dass Flamly nun Jungblut ist und wir auf Doppelkick zurückgreifen können. Ist natürlich nicht die stärkste Kampfattacke, aber zumindest eine, die zumindest Durchschlagskraft hat. So. So, dieses Ninkala interessiert mich nicht. Ich will jetzt zur Arena. Die will ich jetzt nur in diesem Part schaffen. Wird aber wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern, glaube ich, wenn ich es so sehe, wann ich erst welche kriege. Was war die zweite Arena? Das ist... Ja, doch, das könnten wir auch noch schaffen, die zweite Arena, aber... Mal sehen. So. Arena-Time. Ja, ihr könnt doch alle nichts. Ihr seid... Was weiß ich. Gaston. Mit einem Kleinstein. Und das ist schon auf Level 10. Das ist schon mal sehr nett. Zeit für den Doppelkick. Oh. Da nehmen wir die Steine hier mal auseinander. Ja, der hatte schon mal nichts auf der Pfanne gehabt. So. So, dann haben wir ihn hier noch. Oh, gleich ein Doppelkampf. Ja, nett. Ja, nett, erstmal ein Doppelkampf. Ja, mal gucken, ob mein Zickzacks drauf geht. Zwei Kleinsteins. Ja, wird natürlich die Sache von Jungblut, aber wer ist es besiegt? Naja, wenn sie nur Kleinsteins haben, dann ist das ja kein Problem. Zickzack Level 5. Rotenschlag. Ui. Und wenn ich das einsetzen, kann ich ihre Defensive ein bisschen runtersetzen. Na gut, was das bringt, ist natürlich eine zweite Sache, aber... Ich mache mal ein bisschen schneller. Zickzack Level 6. So, das ist besiegt. Und damit der letzte. So. Und damit werden die beiden besiegt. Und wir können uns nun aufmachen zu Felicia. Hallo, ich bin Felicia, die Leiterin der Arena von Metaross City. Ich wurde Arenaleiterin, um mein Wissen, das ich in der Pokémon-Trainerschule erworben habe, umzusetzen.
Was ich noch nicht verstehe, sonst waren ja immer... Gab es ja immer männliche Gesteinstrainer, diesmal eine Frau. Okay. Ich sag nichts dazu. Würdest du mir bitte zeigen, wie du kämpfst und mit welchen Pokémon? Ja, kein Problem. Wenn du eine Niederlage einstecken willst, bitte. Passt irgendwie nur nicht zu einer Steinstrainerin. Egal. So, wir werden diese Steine zu Kleinholz verarbeiten. So, Very Erst ist schon besiegt. Bisher haben wir nur Kleinsteins hier besiegt. Variation bisher hier Fehlanzeige, aber jetzt noch ein Kleinstein. Also langsam ist es die Kleinstein-Arena. Das schwächste Gesteins-Pokémon. Aber gut, es entwickelt sich zu einem sehr starken, aber... Naja. Gut, wäre das zweite besiegt und das letzte... Ganz überraschend, kein Kleinstein, sondern ein Nasgnet. Der stärkste der Arena. Der stärkste. Ich rede mich auch schon hier um, was weiß ich. Aber den werden wir auch zu... Was weiß ich, verarbeiten. Der hat zwar mal ausgehalten. Ja, der setzt Felsgrab ein, bringt aber gar nichts. Gut, meine Init geht runter, aber der ist sowieso total langsam. Versucht sich mit einer Sinelbeere zu heilen, was aber nichts bringt. Der wird nämlich jetzt... Kann auch dein Rückentzug nichts bringen. Du wirst jetzt besiegt. Aber er hat einen Doppelkick ausgehalten. Nicht schlecht. Und er hat nicht gedacht, dass das so schnell vonstatten geht, aber gut. Junglu Level 18. Und damit ist Leiter Felicia besiegt. Wahrscheinlich muss noch eine ganze Menge lernen. Ich verstehe schon. Die Regeln der Pokémon-Liga schreiben vor, dass Trainer, die einen Arena-Leiter besiegt haben, dies erhalten. Bitte nimm den offiziellen Pokémon-Liga-Steinorden an. Sehr gut. Unser erster Orden, der Steinorden. Nicht Felsorden, Steinorden. Der Steinorden erhöht die Kraft der Attacken deiner Pokémon. Außerdem sind sie nun in der Lage, die VM-Zerschneider auch außerhalb eines Kampfes einzusetzen. Dies möchte ich dir auch noch geben. TM39, Felsgrab. Hat sie ja auch schon eingesetzt. Ja, für den Anfang mal gucken, wenn wir sie vielleicht einsetzen. Aber später gibt es bessere Gesteinsattacken. So. Hat man das auch erledigt? Und nun, da wir Zerschneider einsetzen können, werde ich wahrscheinlich nochmal... Hä? Geh weg aus dem Weg! Ach, er schon wieder. Warte, warte doch bitte. Du kannst doch nicht einfach meine Waren stehlen. Oh Gott, der macht schon wieder Ärger. Na, spitze. Gut, aber ich werde jetzt erstmal... zu den Orten, zwei Orten gehen, wo wir den Zerschneider brauchen. Nämlich gibt es hier in diesem Haus ganz einfach die VM01, Zerschneider. Gut. Und die werden wir auch gleich dann mal Zickzacks beibringen. Und warum es Zickzacks ist, natürlich ganz einfach. Weil es ein VM ist, die nicht so schnell, nicht so leicht verlernbar ist. Wie bestimmt jeder weiß. So, können wir den öffnen und holen uns hier einen X-Treffer, was wir eigentlich nicht brauchen werden. Diese X-Items. So, dann können wir hier noch durch. Traumpill interessiert uns nicht. Wundersaat. Gut, brauche ich auch nicht. Verstärkt Pflanzenattacken, aber... Na, braucht man eigentlich nicht. So, dann haben wir da einen Superball. Und... Jetzt hier nochmal weiter. Genervt. Meine Fresse. Ein X-Angriff. Geht schon mal runter. Bummels. Schick. Ja, gut. Sind wir, glaube ich, schon durch.
Ja, dann gehen wir jetzt mal auf und helfen dem seinen Dämonenwaren. Schön. Dankeschön. So, jetzt diesen ganzen Dauerlauf hier noch machen. Und wir sind wieder in Meteoros City. So, und auf der Route... Moment mal, gibt's hier oben nicht noch was? Route 15. Ist eine Seeroute, wo wir erst später hin die erforschen können. Aber genau, hier gibt's doch noch einen Supertrank. Toll, aber... Gut. Ja, mehr gibt's hier nicht. Gut. Oh, du bist es. Du bist dieser großartige Trainer, der mir im Blütenburgwald geholfen hat. Hilf mir, Team Aqua. Hat mich ausgeraubt. Ich muss die Devon-Waren zurückbekommen. Wenn ich sie nicht bekomme, dann habe ich ein riesiges Problem. Na gut. Und hier warten natürlich auch nochmal weitere Trainer. Macholo. Der aber nichts gegen den Schnabel aussetzen kann. Eine Flugattacke. Ja, ich versuche schon, das zu machen, weil... Ich will ja auch nicht, dass der overlevelt ist. Sonst wird es ja hier zu langweilig kommen. Dann ist mal Zickzacks dran. Und ich sehe, der hat schon ein Eid... Zerschneider... Ah, ne, dann Tackle. Das ist ein Item. Zickzacks hat ja diese geile Fähigkeit, Mitnahme, sodass er jedes Mal auch, wenn man so ein bisschen läuft, ein Item trägt. Ein Hyperheiler, nett. Die kriegt man eigentlich erst relativ spät, aber umso besser. Boah, komm schon. Ist echt ein bisschen blöd. Vielleicht hätte ich ein paar frühere noch holen, für so fangen sollen, aber naja. Ein Knilz. Oh ne. Scheiße. Armes Zickzacks besiegt. Naja, was soll's. Dann ist wieder mal Jungblut dran. Und ich kann ja leider nichts sehen. Ich würde ja leider nicht so overlevelt sein, aber... Und ich dachte, ich sei hätte keine Chance gegen den. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen verzeihen. So... Hm, Brüll, was ist hier los? Ich war dabei, einen Tunnel ohne Werkzeug zu graben, als so ein Idiot mich verjagt hat. Dieser Tunnel ist voller Pokémon, die sensibel auf Lärm reagieren. Sie könnten einen Aufruhr veranstalten. Dafür arbeiten wir ohne schwere Maschinen an dem Tunnel. Befürchte, dieser Idiot wird irgendwas Dummes tun und die Pokémon in Aufruhr versetzen. Okay. Oh, hier ist noch ein Item. Und sollte euch diese komischen Vertiefungen in der Wand auffallen... Da gab's, werde ich euch auch mal zeigen dann. Es gibt nämlich so eine Attacke, mit der man da eine Höhle erschaffen kann und seine Geheimbasis einrichten kann. Ist schon eine nette Sache, die hier erschienen ist. Oh, was mache ich nur? Pico und ich waren auf einem Spaziergang und da kam so ein Schlägertyp. Der Schurk hat mir meinen Liebling Pico geklaut. Boah, Pico. Okay. Und wir sind im Metaflur-Tunnel. Oh, und da ist dieser Trottel. Ja, den wollen wir dann auch nochmal zeigen hier in diesem Part. Was eine Hake ist. So, den Pokéball nehmen wir mit. Und besiegen diesen Trottel hier noch. Was? Du willst gegen uns antreten? Na dann, hol dir eine Tracht Prügel. Komm her, mein Freund. Man sollte sie alle Kiel holen. Das als Geisel genommene Pokémon hat sich jetzt völlig wertlos erhalten. Und dafür habe ich nun einen Fluchtweg in diesem Tunnel nach nirgendwo gegraben. Hey du, forderst du mich etwa heraus? Ja, was sonst? Oder kommst du dich immer noch so toll vor? Schätze nicht. So, verarbeiten wir mal dieses Pfiffchen zu Kleinholz. Haha, One-Hit-KO.
Tja, das ist einfach nicht fair. Der Boss hat doch gesagt, der Job sei ein wahres Kinderspiel. Alles, was ich zu tun hatte, war, ein Paket von Devon zu stehlen. Zäh, wenn du es so dringend wieder haben willst, dann nimm es halt. Tja. Tja, da sieht man mal, wer der Wahre, wer was drauf hat und wer nicht. Peko, bin ich froh, dass du unversehrt wieder da bei mir bist. Peko verdankt dir ihr Leben. Man nennt mich Mr. Brack und du bist... Ah, du bist also Jake. Ich danke dir von ganzem Herzen. Wenn du irgendein Problem hast, zögere nicht, mich um Hilfe zu bitten. Ich wohne in einem kleinen Haus am Meer, in der Nähe des Blütenburgwalds. Komm, Peko, wir sollten uns auf den Heimweg machen. Ah ja, gut, hätten wir das auch geklärt. So, und dann würde ich sagen, im nächsten Part schauen wir uns mal an, was der Herr sagt, wenn wir seine Dämonenwaren wiederbringen. Gut, ich hoffe, der Part hat euch mal wieder gefallen. Ich überziehe schon wieder. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Ich hoffe, der Part hat euch mal wieder gefallen. Und bis dann. Ciao.